So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Oh yeah, im letzten Part haben wir was von Torvuts erfahren, sind auch mal direkt in die Kristallhöhle gewandert und stehen jetzt vor diesem Kristallrätsel, was wir lösen sollen. Erstmal quatsche ich die ja nicht, wenn ich mir irgendwas sagen. Erkundung seiner Nachteil vertreibt, ja, danke schön. So, wir probieren erstmal alles lila zu machen, weil das der Psychofarbe meiner Meinung nach am nächsten kommt. Na gut, nichts passiert. Zweiter Versuch, ich mache es blau, wie auch schon beim letzten Part vermutet, weil blau halt die Farbe von Torvuts ist. Das wäre eigentlich eine ziemlich lame Lösung des Rätsels, weil das extrem richtig wäre, offensichtlich. Was zur Hölle, okay. Ja, äußerst schwierig. Aber ein Beben. Auch das war falsch, weil wir lösen jetzt eine Falle aus. Es wird gefährlich, Chris, weg von hier. Epic Cutscene, oha. Wow. Ach du Scheiße. Ah, Moment mal. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, ich kenne diesen Screenshot. Aha, von hier ist der also. Also ich kenne dieses Bild von einem Screenshot. Das wollte ich gerade sagen damit. Wow, was ist das? Das ist eine riesige zerklüftete Öffnung in der Mitte. Meinst du, wir sollten da durch? Nee, wir sollten es einfach lange und geduldig ansehen. Vielleicht kommen wir so zu dem See, an dem Torvuts lebt. Diese drei Kristalle waren der Schlüssel, Chris. Sie haben einen Weg offenbart, der zu einem Zahnrad der Zeit führen könnte. Gehen wir, Chris. Auf zum See von Torvuts. Yay. Jetzt wollte ich erstmal das Kangama-Ding, ja, ich wollte gerade sagen, Kristallstraße, oh. Das Kangama-Ding erstmal begutachten, so EP-Band. Das klingt doch interessant. Oh, guck mal, wir haben sogar noch Dorn zum Schmeißen. Ein einziges. So, was macht das denn? Verwandelt Schaden in EP. Aha. Ein Item tragen. Nimmt das Pokémon Schaden, so erhält es dafür Erfahrungspunkte. Oh. Das ist ja nice. Geben wir mal einen von den beiden. Wir geben uns mal Diona. Und gucken uns mal, wie das dann wirkt in einem Kampf. Falls es denn mal... Oh ja, wir sollten vielleicht wieder mal auf unsere wunderbare Kombination wechseln. Boah, die bringen immer noch so viele Erfahrungspunkte. Und ich glaube, ich werde niemals aufhören, aus dem Staunen rauszukommen, weil es mich doch wirklich überrascht. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie tief diese... Oha, da ist Bourgelin. Oh, 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 oh. Wie, ja, wie viele Erfahrungspunkte die uns bringen. Ich glaube, das könnte gut noch hinauszögern. Ich bin mal gespannt, welches Level wir haben werden, ohne wirkliches Leveln, weil ich denke mal nicht, dass ich leveln muss. Das musste ich beim... Also beim ersten Teil habe ich es gemacht, aber da musste ich es nicht wirklich, wurde mir dann am Endeffekt verraten. Auch wenn ich es dann ja getan habe. Wow. So nice. Ach ja, das sind Punkte, die sehe ich einfach gerne. Wie viel brauchen wir mittlerweile denn so für ein Level-Up? Wir kriegen ungefähr für zwei Pokémon 1000. Ja, dann haben wir gleich schon wieder ein Level-Up, wie es gerade aussieht. Weil 2000 brauchen wir noch. Gut, ich weiß jetzt nicht, bei wie viel das resettet. Oh, das ist ein Bourgelin. Das lassen wir mal schlafen. Schlaf schön, Bourgelin. Ich möchte nämlich meine AP nicht verschwenden. Ich glaube, wir haben noch AP-Top dabei, aber... Top-Alexi, AP-Top wäre ziemlich cool, wenn es das hier... Gibt es das hier? Keine Ahnung. Bim, kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Da ist ein Bourgelin und das haut vor uns ab. Es hat keinen Bock zu kämpfen. Kristallstraße U3. Juhu. Die sieht aber genauso aus wie die Kristallhöhle oben, glaube ich. Also nicht ganz. Hier ist Wasser noch und ab und zu fehlen ein paar Kristalle in der Wand. Na egal. Auf jeden Fall sieht es generell sehr episch aus hier unten. Du bringst bestimmt am meisten Erfahrungspunkte, oder? Enttäusch mich nicht, Bourgelin. Dididim. Nein, du bringst sogar relativ wenig Erfahrungspunkte. Naja, um 2, um 1, um 1, um 1 und um 1. Das war leider nicht sonderlich hoch. Aber mal schauen, wie viel brauchen wir jetzt? 10.000 etwa. Ja, das sind 20 Pokémon hier in der Höhle. Das ist, finde ich, immer noch eigentlich recht wenig, weil die besiegen wir mit Sicherheit noch. Schön. So, dann müsste aber bald auch unser Level-Up soweit sein. Gegen was kämpfst du da, Diona? Gegen irgendwas Boma damals so gekämpft. Eine Aufbereitung. Da Bodom interessant. Und diese Höhle scheint auch nicht sonderlich groß. Also, an der Raumanzahl zu sein. Oder das liegt jetzt an dieser Ebene, dass du einfach nur so wenig bist. Hallöchen, liebes Bourgelin. Boom. Dich werde ich... Oh Gott, ich wollte gerade sagen, einfach mit einer normalen Attacke besiegen. Aber, na doch, tue ich. Dachte, ich komme vielleicht nicht mehr dazu. Dann haben wir schon jede Menge Eisendorn wiedergefunden. U4. Ach ja. Ach, schön. Gut, ich habe übrigens etwas jetzt unfreiwilligerweise über eine Bonus-Episode erfahren, die noch folgen wird. Aber das erhöht mir nur die Vorfreude. Das war kein Spoiler, keine Sorge. Aber ich bin gespannt. Die hat wieder was mit dem Intro... Oh, achso, das ist so ein Fall, okay. Hat wieder was mit dem Intro zu tun. Und es war keiner, der von euch irgendwas geschrieben hat. Also keine Sorge, also braucht ihr niemanden zu shinigen, mein lieber Anti-Spoiler-Squad. Oh, ja bitteschön, du darfst gerne mit ins Team rein. Und wir nennen dich, wie nennen wir dich denn? Ich habe schon ein Zähnchen, oder? Ich weiß nicht, ob ich schon ein Zähnchen habe. Keine Ahnung.
ich nenne dich jetzt einfach Zähnchen. Wahrscheinlich haben wir schon eins und ich habe es einfach verdrängt oder vergessen. I'm blind. Da, okay. So, mir fällt jetzt spontan kein anderer Name ein. Zähn. Das passt bestimmt, wenn es irgendwann mein Bruder Lander wird. Zähnchen. Yay. So, ist der Name Zähnchen okay? Ja, bitteschön. Und ja, ich möchte bitte jemanden nach Hause schicken. Möp, du kannst nach Hause gehen. Jo, tschüss. Und wiedersehen, Möp. So, was kannst du denn so? Du bist Level 28, das ist doch schon mal sehr nice. Wow, Jan macht gar nicht mal viel Schaden. Hus, natürlich macht er extrem viel Schaden sogar. Ja, yeah, warte, den killen wir erstmal und dann schauen wir uns in Ruhe die Stats von Kindwurm alias Zähnchen an. Ey, lass es in Ruhe. Übrigens, auch du wirst leider nicht das Privileg haben, Item zu verwenden. Zähnchen, die sind wie gesagt für Jan und mich. So, was hast du denn für Attacken? Raserei und Glut zum Angreifen, ist okay. Was sagen deine Werte so? Boah, Angriff und Spezialangriff sind natürlich entsprechend hoch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Raserei von Zähnchen lässt nach. Das ist ja auch kein Grund, jetzt hier auszurasten, weil es ist hier nicht zum Ausrasten. Es läuft doch alles wunderbar. Kristallstraße U5. Wo geht es hin? Wo geht es hin? Ich habe doch keine Ahnung. Auf jeden Fall den richtigen Gang, wie man sieht. Ein nützlicher Orb? Ein Eilorb. Oh ja, ich sollte vielleicht nicht so viel Zeit verschwenden, merke ich gerade, weil ich habe doch noch einen Apfel, oder? Sehe ich das richtig? Ja, ich habe in der Tat nur noch einen Apfel. Das heißt, aber ja, ich glaube nicht, dass wir in Bedrängnis kommen mit dem Essen. Aber ich sollte vielleicht demnächst mal einen großen Apfel noch zusätzlich mitnehmen oder einfach drei Äpfel. Dann werden wir auch nicht mehr in Bedrängnis kommen. Also, was heißt nicht mehr? Wir sind ja noch nicht in Bedrängnis gekommen. Aber es könnte in der Tat vielleicht sogar ein bisschen knapp werden, jetzt je nachdem, wie schnell wir die Ebenen finden. Und vor allen Dingen, je nachdem, wie viele Ebenen dieser Ort hier hat. Boom! Ach stimmt, das reicht ja leider nicht. Es reicht nicht! Nein, es reicht nicht! So, das hier scheint auf jeden Fall vom Strandhöhensyndrom direkt wieder zum Donnerberg. Naja, ist ja nicht so schlimm. Wir kommen ja doch noch gut voran. Seht ihr, selbst ein Donnerberg-Syndrom, was mich früher mal angekotzt hat, was jetzt vielleicht immer noch relativ unangenehm ist, aber es regt mich nicht mehr so auf, weil einfach die Dungeon-Physik so schnell ist. Um drei. Wow, Diona, was ist... Boah, das nenne ich mal einen Werteboost. Alles um drei. Verdammt, das war episch. Und das führt mich nur wieder in einen kleinen Gang. Also muss es die letzte Möglichkeit sein, nämlich... Okay, dann habe ich noch irgendwo was übersehen. Brugeline, hau mal ab, wollte ich gerade sagen. Hi, Brugeline, na, möchtest du einen roten Schlag Blitzkombination haben? Hier, ich schenke sie dir gratis mit einem Donnerschock noch hinterher. Di-di-di-da-di-di-dam. Ich glaube wirklich, wir kriegen noch ein Level-Up, bevor wir ganz unten ankommen. Vor allem, weil wir gerade vergleichsweise recht langsam vorankommen. Da muss es ja wohl hier sein. Und da ist es auch. Ja, selbstredend. Schön, Kristallstraße U7. Ich will zu Torboots, Leute. Die Story nimmt so an Fahrt auf. Ich... kann gar nicht mehr aufhören, darüber zu philosophieren, was hier noch passieren wird. Aber ich bin sehr gespannt. Und bald wird sich was zeigen. Der Magenknurrt übrigens schon. Oh, oh, bald müssen wir den ersten Apfel nomsen. Oder wir essen einfach ein paar von den Beeren und Samen und so weiter, die wir haben. Das ist ja auch noch eine kleine Notfallreserve. So, aber das, wo so viel Zeit muss sein. Den Flea-Orb. Nö, den brauchen wir später vielleicht mal. Ich habe jetzt nicht vor, von hier mich einfach zu verkrümeln. Aber das Geld nehme ich natürlich noch mit. Wie viel Geld haben wir eigentlich schon wieder? Boah, schon wieder ziemlich viel gesammelt. 1300. Kristallstraße U9. Sehr ruhige Musik übrigens, also sehr, hat, finde ich, was Geheimnisvolles im Sinne von, oh, was wird uns hier erwarten, was wird uns wohl erwarten? Es können gerne mal Hypno kommen zum Bekämpfen, weil die Hypno, ich erinnere mich noch nicht dran, in der antiken Ruine aus dem ersten Mystery Dungeon, die haben nämlich extrem viel Erfahrungspunkte gebracht, glaube ich, irgendwie 700 oder sowas war das, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall genug, ausreichend. So, das ist ja eine tiefere Ebene, also sollten die nicht so tief sein, oder? Kristallstraße U10, aber einen Apfel werde ich gleich dennoch essen, weil ich glaube, mein Magen ist schon, ja, 5 nur noch. Das ist nicht mehr so gut, möchte ich jetzt nochmal glatt behaupten. Dim-bim-bim. Was? Achso, das ist ein ein Charmian. Ich habe gerade kurz gucken müssen, was ist das bitte für ein Pokémon, aber... Oh, unser Heuler lässt sogar bald nach. Jeden Augenblick. Selbst die bringen so viele Erfahrungspunkte. Oh je, oh je, oh je. Gut, dann switch ich mal zur Aquaknarre und dein Magen ist leer. Jo, dann esse ich jetzt meinen letzten Apfel. It's the last apple, man. Oh yeah. Und haben wir da schönes ein Defense-Schal. Ja, komm, gehen wir mal einfach, weil wir es können, an Zähnchen. Die trägt noch kein Item. Ne, bitte, Zähnchen, hier schenke ich dir. Boom, friss das und boom, friss mein Aquaknarre. Und jetzt möchte ich allerdings doch langsam mal gerne am Zielort ankommen. Denn wie gesagt, das war der letzte Apfel. Dio, na, ich vertraue dir, du wirst das schon machen. Bum, bum, bum. Diona, ich hoffe... Ah, Diona kämpft gerade. Er hält 5 EP für... Ah, jetzt habe ich es mal gesehen. Für einen kleinen Angriff. Ja gut, warum nicht?
Aber ich behalte trotzdem lieber meine boostenden Bänder. Ah, guck mal, sieh mal an. TM, irgendwas Cooles? Vakuumhieb. Ja, das nehme ich doch direkt mal mit. Vakuumhieb, Tausch gegen... ich habe einen Apfel übrigens noch gefunden, sehe ich gerade. Stimmt, habe ich ja eben eingesammelt. Oh, das ist gar kein Problem. Gegen... die Amrainer Bäre. Süchen. Gut, können wir das vielleicht schon jemandem beibringen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Bringt Vakuum bei. Blop. Oh doch, tatsächlich. Das geht sogar. Steht auch, wer es lernen kann, alles? Alle? Können es alle lernen? Tatsächlich. Es lernt Vakuumhieb. Warum lernt Jan Vakuumhieb? Was zur Hölle? Allen Gegner im selben Raum. Vakuumhieb. Vor allem, ich kenne eigentlich nur Vakuumwelle, aber das ist ja auch egal. Speziell. Trefferquote immer. Stärke speziell. Generell ja schon, aber was mache ich dafür weg? Gucken wir nochmal. Kann ich das auch lernen? Scheinbar. Oder es ist gar nicht Vakuumwelle, sondern einfach eine in Mystery Dungeon eingeführte Attacke. Nun ja, Zähnchen tritt auf. Ein Pilsivschal ist ja auch nicht so schlimm. Und zwar auf den ich ja gerade hingelegt habe. Oh Gott, Diona. Weißt du, kaum bin ich mal dabei, nicht dabei, sterbt ihr fast, weil ihr irgendwas Blödes anstellt. Wie zum Beispiel einfach vor der Gruppe weglaufen. Ja, ich weiß, du kannst nicht über Wasser laufen, du warst etwas verwirrt. Du hattest bestimmt noch große, große Angst, aber keine Sorge, wir sind ja da. Was macht der? Ja, der Isle Orb macht... Ein Status, welches das Tempo anwendet, wird das Team Leader auf der Ebene um ein erhöht. Ja, kann bestimmt ziemlich cool sein, aber ich möchte lieber die Gummi mitnehmen, weil damit kann ich mich so schön boosten. So, die Beere esse ich jetzt einfach mal, weil ich es kann. Und nee, die ist jetzt einfach mal Diona, weil sie da gerade kurz vorm Verrecken ist. So, bitteschön, vollständig geheilt. Ja, danke. Dann musst du jetzt auch keine... Oh, muss ja keine Angst mehr haben. Das Absol hätte ich jetzt gar nicht gesehen, spontan. Aua, bock mich doch nicht einfach. Hier, ich habe eine Aquaknarre für dich. Das Problem, weil ich... Wow, ganz schön viel Erfahrungspunkte dafür, dass es keine Link-Attacke war. Das Problem, was ich mit Vakuumwelle ein bisschen habe, ist zwar eine ziemlich geile Attacke, aber natürlich nur 7 Mal. Deswegen muss ich mir da genau überlegen, welche Attacke ich dafür halt entsprechend verlernen lasse. Mhm. Und ich glaube, ich bin gerade wieder prompt im Kreis gelaufen, aber ich komme jetzt zum... Wow. Das ist ja wieder mal ein typischer... Das hat schon Mystery Dungeon 1 Trollniveau. Ich hau einfach ab, lass mich in Ruhe. Die sind alle... Oh, jetzt sind die alle wegteleportiert worden. Oh, komm, lass mich schnell gehen hier. Oh, Leute, streckt euch mal an da oben. Was ist los mit euch? Oh, und Zähnchen ist kaputt. Ja, wunderbar. Wofür macht er so viel Schaden? Lass mich hier weg. Oh mein Gott. Oh ja, Kratzfurie auf Doom wieder. Tauschen wir die Ding mal. Das möchte ich nämlich gerne mitnehmen. Entsprechend für... den anderen Defense-Schal. Wobei der... Oh Gott. Wunderbar, ein Gummi, guck mal. Das möchte ich natürlich auch noch mitnehmen. Ah, meine Güte, hier liegt so viel Zeug, wo man sich einsammeln möchte. Für den Streuorb. Weiß ich gerade nicht, was er macht. So, und schnell weg hier, Leute. Meine Güte, Kristallstraße U12. Oha, hier sind schon wieder relativ viele Gegner auf dem Feld. Und ich komme an keinen dran mit meiner wunderbaren Attacke. Vielleicht wäre das der richtige Zeitpunkt, um einfach mal eine Sinelbeere zu essen. Die waren irgendwo vorne. Oder auch nicht. Die waren irgendwo da. Ganz übersehen. Ich habe gar nicht so viele. Nur 3 Stück. Stimmt ja. Die nehme ich ja meistens nicht mit. Sinelbeere. Chris ist vollständig geheilt. So, um wen kümmere ich mich denn mal? Jan oder einer von euch kümmert sich sicherlich um das Absol da unten, nicht wahr? Die Donnershock, den AP-Sparer hat er gerade aktiviert oder so. Habe ich das gerade richtig gesehen? Boom. Okay. Hätten wir die Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Oh, mein Magen leert sich langsam. Ich glaube, das ist der längste Dungeon bisher. Aber da haben wir das Level-Up, was ich noch vermutet habe. Um 2, um 1 und ja, wieder mal ein kleiner Boost nach vorne. Aber auch kleine Schritte bringen uns weiter, liebe Leute. Auch kleine Schritte bringen uns weiter. Ein Tipp, den man sogar aufs Leben übertragen kann. Oh mein Gott, ist das ein tiefgründiger Part. What? Ah, wieder diese Geheimstufen. Diesmal habe ich sogar Geld dabei. Aber warte, ich nehme erstmal das Gummi hier mit. Okay, gerne den Geheimbasar. Jetzt kann ich mich auch mal hier mal umsehen. Was gibt's denn hier so Schönes? Gibt's mir noch was Nettes? Okay, was fasst du nochmal? Hallo, Halli, hallo, Pantini Wellness. Vorhin stelle ich deine AP und KP wieder her. Ja, mach das mal. Pantini Heilstrahl. Auch auf alle direkt? Das ist ja nett. Geht das auf alle oder nur auf mich? Das heißt so, auf alle! Boah, für 100 Poke? So eine. Das ist ein Luxus. Das ist echt Luxus. Wahnsinn. Fühlst du dich besser? Ja, jederzeit. Dankeschön. Wirklich nett. So, was war es bei dir nochmal? Du bringst mich nur noch draußen, das will ich nicht. Was war du? Ach ja, du kannst Items wieder sauer machen. Na, danke für den Tipp, für den Vorschlag. Ja, ich habe nichts Klebriges, Schlurpray, keine Angst, ich komme schon irgendwann wieder.
Du hattest bestimmt irgendwas Cooles, oder eine Wundertüte. Ja, das hätte ich allerdings gerne mal. Möchte ich mal ausprobieren. Oh, schade, dein Schatzbeutel ist wohl voll. Nee, ja, pass auf, dann... Ja, dann werfe ich mal irgendwas weg. Ja, was werfe ich denn jetzt weg? Minimierverteidigung, Spezialverteidigung, Fragezeichen. Ach, das ist wieder so ein Plagiat-Item. Na, und dann einer bringt, bis dann zu sagen und sich einen anderen Ort auf der Ebene teleportiert. Füllt den Magen der Pokémon ein wenig auf. Schadsam. Okay, dann werfe ich den mal weg. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Gibst du mir nur ein Item? Ja, dann gib mal her. Und jetzt kommt's. Und? Ja? Eine Sinebeere. Ja, okay, meinetwegen. Das ist interessant. Das ist in der Tat interessant. Ja, cool, Leute. Danke für euren kleinen, für eure, dass ihr immer offen seid und so, dass ihr immer für mich da seid. Auf jeden Fall jetzt auf runter. Nach unten geht's weiter. Jetzt kann ich aber auch wieder meine wunderbare Link-Kombination einsetzen. Das heißt wieder mehr AP. Ja, mehr AP sowieso, aber ich meine mehr Erfahrungspunkte, wenn wir die Gegner besiegen. Boom, man! Und sollte es in der Tat soweit sein, sind wir gleich das erste Mal einen kompletten Part in einem Dungeon, weil der geht schon relativ lange, möchte ich doch mal meinen. Wenn man den Part davor sieht, sogar auch schon, aber wir haben ja eine Zwischenebene erreicht und ein kleines Rätsel gelöst, derweil hätte ich auch kein Problem mit, ne? Nur mal so nebenbei, ich wollte nur mal erwähnen. Aber das war's jetzt bestimmt, oder? Ha, Ebene 14, diesmal, endlich! Irgendwann musste ich doch richtig liegen damit. Oh mein Gott, das sieht verdammt schön aus mal wieder, finde ich. Die Kristallscherben auf dem Boden. Hey! Sieh mal, Chris, da ist der See. Unglaublich. Aber es leuchtet nicht. Sieh dir all die Kristalle an, die aus dem See ragen. Da leuchtet es. Zahnrad der Zeit. Ist das der See, an dem Torbutz lebt? Ja, ich glaube ja. Hey, Chris, sieh mal her. Sieh nur, in der Mitte des Sees. Da ist eine Art Insel. Ich glaube, ich sehe jemanden. Gehen wir hin. Lass mich mal raten, wer das wohl ist. Ich hoffe, es ist nicht Reptane. Hey, was passiert denn da? Oh oh. Das ist Reptane, oder doch, Schneckmack? Jetzt habe ich es. Das Zahnrad der Zeit. Ha. Nein, du kannst es nicht nehmen. Niemals. Oh, das habe ich aus der Vision gesehen, die mir die Dämonen in den Schreigang gegeben hat. Oh, die Vision, die ich hatte, das war also doch ein Ereignis aus der Zukunft. Wer ist das? Torbutz? Wenn ja, dann steckt Torbutz in Schwierigkeiten. Helfen wir ihm, schnell. Stimmt ja, Jan hat das ja gar nicht gesehen. Hier unten im See liegt das Zahnrad der Zeit, nicht wahr? Ich bin die ganze Zeit irritiert. Ich denke, das ist alles Eis, aber das ist ja nur, sind ja nur Kristalle. Deswegen dachte ich mir, er will jetzt im Eiswasser schwimmen. Aber das tut er ja nicht. Oh mein Gott. Na gut, Torbutz ist dein Name, richtig? Entschuldige bitte, aber ich muss die Zahnrad der Zeit mitnehmen. Na. Warte, Reptane. Du bist der Erste, der erkannt hat, dass ich ein Reptane bin. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Du kennst meinen Namen? Ja, du bist ein Reptane. Der Deep Reptane. Zelf und Felsbrot haben mir gesagt, dass du kommen würdest. Es wäre besser gewesen, ich hätte dich sofort angegriffen und aus dem Weg geräumt. Aber ich habe befürchtet, dass ich vielleicht verlieren könnte. Also habe ich einen närrischen Plan ausgetüftelt. Was? Was hast du gemacht? Ein Beben. Was zur Hölle? Ah. Torbutz ist schlau. Der See ist voll unter Kristallen bedeckt. Es ist unmöglich, das Zahnrad der Zeit heranzukommen. Reptane, das Zahnrad der Zeit. Es ist für dich jetzt unerreichbar. Selbst wenn du mich besiegst, du wirst niemals. Du. Ich muss es haben und ich werde es bekommen. Ich brauche dieses Zahnrad der Zeit. Selbst wenn ich dir zu aus dem Weg räumen muss, Torbutz. Stopp. Du wirst das Zahnrad der Zeit nicht stehlen. Bist du jetzt wirklich ein Reptane? Ja, Mann. Verdammt nochmal. Und ich habe all die Jahre es nicht gewusst. Ich will euch nichts tun. Geht mir aus dem Weg. Nein, ich gehe nicht. Ist das dein Ernst? Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, dann lässt du mir keine Wahl. Ich werde dich aus dem Weg räumen. Oh Gott, das schreit schon gerade dazu nach Kampf. Versuch nur, mich aufzuhalten. Oh meine Güte, wieso? Gegen Reptane? Oh mein Gott, Höllenrespekt vor diesem Pokémon gerade, der sich mir offenbart. Diona sollte aber auch irgendwie zum Angriff kommen können. Ja, so schon mal nicht. Derp. Okay, Jan, warte mal, du musst auf deine Donnerwelle verharren. Ich sehe gerade übrigens, Leute, die Partzeit ist um. Das wäre doch mal ein perfekter Ort wieder. So, du donnerwellst ihn gleich und ich werde ihn mit irgendwelchen Samen bearbeiten dann. Entsprechend, das wird schon gut gehen. So, Leute, aber ich würde sagen, das war Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel für heute. Und jetzt ist es wirklich sicher, Leute, es war gar kein Schneckmack, es ist tatsächlich Reptane. Oh mein Gott,
Dam, dam, dam. Und damit ihr euch den Schock, also damit ihr den Schock jetzt mal verdauen könnt, würde ich sagen, es ist doch der perfekte Ort, um einen Schnitt zu machen. Das war Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel für heute. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.